Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Leben. Man kann es vielleicht hören. Nebenan ist es ein bisschen laut geworden. Hier sind ein paar Schäflein, die sich hier angesammelt haben. Ich bin heute alleine wieder. Einfach um ein bisschen was zu zeigen, hier ein bisschen was rumzutüdeln. Was ich so gemacht habe die letzte Zeit hier. Wieder mal viel zu viel gespielt und viel zu wenig dabei aufgenommen. Ich finde, es ist schlimm, sag ich mal. So, hier sind ein paar Schafe, um, naja, warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Um Wolle zu haben, um Fleisch. Na gut, Fleisch brauche ich eigentlich gar nicht. Wolle zu haben, XP zu farmen, ein bisschen durch das Machen der kleinen Tiere. Und eine Ente hat sich auch verlaufen, oder ein Huhn. Und Stichwort verlaufen. Wird schwieriger, weil der Turm ist nicht mehr so ganz übersehbar. Er ist ein bisschen... Was? Frechheit? Wer ist hier explodiert? Ich weiß es nicht. Die Creeper machen auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden mittlerweile, weil ich meine, dass der Server auf schwer gestellt wurde mittlerweile. Was ist denn da los? Hallo? Das ist ein bisschen übertrieben. Es ist gerade mal wieder Nacht. Mal wieder. Es ist irgendwie ständig Nacht. Es regnet auch die ganze Zeit. Ich habe auch keine Ahnung warum. Die Schafe, ich muss das Gehege noch mal ein bisschen ausweiten hier, sonst wird das nichts. Oder mir noch andere Tiere damit zuholen, sonst wird das auch nichts. Genau, hat sich ein bisschen verändert. Es gibt Glowstone mittlerweile. Es gibt nämlich eine Farming-Welt, wurde ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt hier bei mir. Wo auch Leute sich im Nether dann vergriffen haben. Und da war ich einfach mal, bin ich einfach mal spontan durchs Portal geschippert. Und habe mir ein bisschen Glowstone abgebaut. Weil das passt dann ganz schön hier. Haben hier so einen kleinen, ne, so einen kleinen Steg hier, dass man da gemütlich sitzen könnte, falls man denn sitzen kann. Wobei man kann mittlerweile sitzen. Es ist echt komisch. Da, so. Man sitzt dann einfach auf dem Block hier drauf. Das ist schön. Und da ist irgendwie ein Pfeil drin. So. Klappt. Das ist dann halt ganz nett hier. So wahnsinnig viel verändert hat sich hier nicht. Ich habe hier außenrum das ein bisschen runder gemacht, ein bisschen schöner gemacht. Das Feld hier außenrum relativ gleichmäßig überall verteilt. Mit dem Ding weiß ich nicht. Bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Es hält zumindest ein Zombie ab gerade mal. Ich weiß noch nicht, was das... Ich hab da verschiedene Sachen ausprobiert, wollte das eigentlich so haben, dass da ein kleiner Holzsteg drin ist, da so ein paar Steinpfeile noch verteilt. Muss ich nochmal schauen, ob das so bleibt. Ich habe noch keinen blassen Schimmer. Und eine Sturmwaffel ist dabei, hier vorbeizuschlendern. Hey, farmt ihr mir jetzt hier... Was macht ihr da? Was machen die da? Der Debitor und der Sturmwürfel. Ich habe keine Ahnung. So, nochmal von außen angetrunken. Hier, komm, hau weg. Hau weg den Quatsch. Hey, Jüngchen, du wohnst hier nicht. So, das Dach ist so ein zweischichtiges Dach, wenn man das so will. Einmal ein Giebel, dann oben drauf noch so ein kleines Türmchen. So ein kleines Miniaturgiebelchen. Ich denke mal, es sieht ganz okay aus, kann man machen. Nebenan ist auch eine ganze Menge entstanden hier. Und es ist schon ein wenig übertrieben. Wir können das ja, bevor ich hier nochmal genauer drauf eingehe, können wir nochmal eben einen kleinen Blick werfen. Und zwar auf eine Karte im Internet, wo man da sehen kann, wie das hier alles aussieht. Ich mache mal die Spieler aus. So sieht es aktuell von oben aus. Ich will nicht sagen, dass es übertrieben ist, aber es ist übertrieben. Und zwar gibt es hier eine ganze Menge Krempel. Hier ist der Turm, man sieht es, es ist ein bisschen runder geworden. Das Ding ist leider nicht ganz rund geworden, leider. Aber ich denke mal, es passt schon. Wahrscheinlich werde ich das eh nochmal ändern hier, von daher ist egal. Ein bisschen schönere Ansicht mal eben hier machen. So, das sieht doch schon netter aus. Das ist arg gewachsen, es wächst so schnell hier. Auch hier draußen, überall kommen noch neue Grundstücke zu, es geht ständig weiter, hier ploppen irgendwelche Türme aus dem Boden, da auch nochmal. So sieht mein Turm aktuell aus, von außen. Man sieht hier oben das Haus von Revi, es hat sich ein bisschen ausgebreitet. Hier sieht man das halt auch nochmal mit dem Dach und sowas. Ist schon ganz okay, denke ich mal. Es gibt einen neuen Leuchtturm hier vom Kevin, vom LP mit Kev, oder ich habe keine Ahnung, wie das ordentlich heißt. Der DK hat das hier oben aufgebaut. Die Burg hier, die kleine Stadt, die hat eine Maudado-Statue, der Koloss von Maudados, erhalten. Und hier gibt es so ganz viel Krempel hier, das hier auch Zuschauer mitgebaut haben. Hier gab es kurzzeitig mal eine Monsterfalle, die dann nicht funktioniert hat. Die Karte hat das noch nicht so ganz übernommen hier. Baum des Lebens hier wächst weiter. GLP hat hier ein bisschen seine Stadt gebaut, sein Türmchen.
eine weitere Windmühle von Simon hier das Haus. Auf jeden Fall eine ganze Menge schickes Zeug. Wir können da gleich nochmal ein bisschen rum... Wobei, eigentlich will ich nicht ständig rumlaufen und nur was zeigen. Von daher, ich baue da gleich nochmal ein bisschen ein paar Finishing-Touches machen. Das wollte ich nochmal kurz gezeigt haben hier. Und, es wird schon wieder Nacht. Und, warum kommen jetzt hier die ganzen Zombies an? Und warum stirbt er fleißig? Ich weiß es nicht. Was ich nochmal machen möchte, ich habe mich einige Momente durch die Unterwelt gegraben hier, also durch den Stein. Unterwelt gibt es ja hier in dieser Bauwelt nicht. Leider nicht, da gibt es keinen Nether, soweit ich weiß. Und zwar, hier gab es so ein bisschen Krempel, der dazugekommen ist, ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen vor allem. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich rumgefarmt habe unterirdisch. Ich habe ein bisschen Strip Mining betrieben und so ein bisschen was habe ich bekommen, das ist okay. Und vor allem hier, Diamanten habe ich bekommen. Und ich habe Diamantblöcke, weil ich mir eine Diamantaxt gebastelt habe mit den 5 Diamanten, die ich gehabt habe. Habe ich 3 einfach mal geopfert für eine Spitzhacke. Und habe dann einfach mal alles auf eine Karte gesetzt, die ich mit Level 15 oder sowas verzaubert habe. Habe erstaunlicherweise Behutsamkeit 1 bekommen. Ich weiß nicht, was ich damit soll. So ganz ist zwar nett, aber ich brauche es eigentlich nicht. Deswegen habe ich ganze Diamantblöcke. Das waren eigentlich auch nur 7 Blöcke hier. Ich habe dann jemanden gefragt, habe glaube ich GLP gefragt, ob er mir die mit seiner Glücksspitzhacke mal auseinanderkloppen kann. Kamen dann entsprechend ein paar mehr raus. Da muss ich auch noch eben warten, bis ich irgendwo Glück auftreiben kann. Ich möchte das auch gerne selber machen. Ich bin leider nochmal gestorben. Das heißt, ich war zwischendurch auch Level 20 fast. Bin dann leider gestorben. Deswegen dann nur noch Level 7 gewesen. Mehr kommt da leider nicht raus. Aber das ist ein bisschen blöd. Aber ich muss sagen, es entwickelt sich hier halt ein bisschen Krempel gibt es mittlerweile. Ich habe ein Schwert mit Haltbarkeit und Schärfe. Die Axt ist leider schon bald die Spitzhacke ist leider bald kaputt. Im Keller hat sich ein bisschen was getan in der Form, dass hier ein paar Kisten sind, dass ich hier die aufgeschichtet habe. Ein bisschen Cobblestone, ein bisschen mehr Cobblestone. Hier dadurch ganz viel Cleanstone durch die Behutsamkeit. Weil mit der Axt habe ich mich, oder mit der Hacke habe ich mich da ein bisschen durch den Untergrund gegraben. Ein bisschen Krams, ein bisschen noch mehr Krams. Das muss auch schöner gemacht werden. Es ist alles noch sehr, sehr, sehr provisorisch. Und ich würde mal sagen, hier drinnen fehlt mir noch ein bisschen Inneneinrichtung. Hier unten, ja, geht's. Könnte schlimmer sein. Ne? Nicht ganz so furchtbar wie maximal möglich. Aber ich würde gerne noch oben... Nee, warte, das ist falsch. Ach nee, die habe ich sogar noch dabei. Wobei, ich meine, mal noch ein paar mehr hier. So. Ein paar von den Teilen. Und wer rennt hier ständig rum? Niemand, das sind die Schafe. So, und zwar, genau, es geht von alleine zu. Flop. So sieht es mittlerweile oben aus. Hier, die Decke ist halt noch nicht so schön. Die ist jetzt so, wie sie von oben ausgebaut wurde. Ich habe von hier unten noch nichts gemacht. Von der Tendenz her sieht es aber, denke ich, schon mal ganz in Ordnung aus, dass man hier schön was reinbasteln kann. Eine Werkbank habe ich hier auch, das ist schön. Das heißt... Ich würde mal gucken, habe ich Gerüsterde? Ein bisschen. So, dass wir zumindest den Teil hier nochmal gemeinsam machen. Das ist wahrscheinlich zu klein, ne? Wenn ich das so machen würde. Mache ich das also so vielleicht? So richtig, richtig schöne Baumaterialien habe ich bisher noch nicht. Also, hier Quarz aus der Hölle habe ich im Moment noch nicht dabei. Ist das übertrieben so? Das sieht noch nicht so ganz aus. Finde ich nicht gut. Ich habe es noch nicht getestet, wie das hier werden sollte. Von daher, es ist gerade mal ein wenig experimentell. Nennen wir es so. Das sind wahrscheinlich umgedrehte Treppen von außen. Da kann ich nicht leider von innen keine umgedrehten Treppen machen. Sei denn, ich würde da anders rangehen. Man könnte hier noch Glowstone reinhängen, so ein paar Schichten. Es war auch blöd. Hier oben musste ich eine Fackel setzen, weil hier oben ein Creeper drauf gespawnt ist. Das war ein bisschen ungünstig. Weil die Dinger echt viel Schaden machen mittlerweile. Das ist nicht schön. Gerade wenn man keine dicke Rüstung hat. Ich habe jetzt hier nur so ein paar gefundene Sachen von Mobs, die halt gedroppt haben. Aber das war nicht wirklich... Es ist nicht wirklich schützend. Wenn ich das erstmal nur... Ups. Nur so mache und hier drinnen dann, sag ich mal, Platz für irgendwas anderes lasse? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Im Prinzip... Ich muss mal gucken, ob hier oben... da oben, was ist denn da eigentlich? Komm ich da hin? Kann ich da was rausgucken vielleicht? Kann man da noch so einen kleinen Aussichtspunkt machen?
Falls man das wollte. Hier kommen es egal, wie ich da hochkomme. Oh. Nee, was habe ich denn hier gemacht? Hier ist noch offen? Wie, habe ich nicht ordentlich gebaut? Verdammt. Ganz schlecht. Ansonsten wäre hier oben natürlich noch tipptopp Zimmerchen für so einen kleinen Geheimraum. Das ist ja blöd, warum ich das... Dass man hier so die allerwichtigsten Truhen verstecken könnte. Das ist ja schlau. Dann habe ich das Dach doch noch nicht so richtig komplett. Das ist ja blöd. Hier kann man auch noch einen Teppich reinwerfen, dass es ein bisschen schöner wird hier. Man sieht das halt direkt von unten. Daher würde ich das nicht komplett durch Wollblöcke oder sowas ersetzen wollen. Ich denke mal, mit den Steinteilen, das geht schon hier. Könnte man sagen, ich mache nochmal einen Schwung von dem Krams hier. Und, wobei, wenn das da oben offen ist, ist eigentlich auch cool, ne? Wobei, hier würde ich tatsächlich, können wir einfach wirklich so zwei, drei Glowstones von der Decke hängen lassen, so als Kronleuchterartiges Gebilde. Finde ich gar nicht verkehrt. Machen wir es so? Und an der Seite guckt noch das... Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Da muss ich mir noch was überlegen. Das kann in der Mitte ruhig so... Wenn ich das so mache, wird es schon wieder zu eng, ne? Aber wenn ich das komplett mache, sieht es auch zu blöd aus. Vor allem habe ich dann zu wenig davon, verdammt. Es darf in der Mitte ruhig ein bisschen höher bleiben. Ist zwar nur ein bisschen, macht zwar wirklich nur einen kleinen Unterschied, aber ich bin da immer so ein bisschen penibel. Nach oben hin, eigentlich finde ich das cool, dass da nochmal Licht durchkommt. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ich bin mit dem Turm hier fast fertig, also quasi fertig. Ich müsste mir irgendwo anders noch ein anderes Grundstück suchen, dass man irgendwo anders noch weitere Bauvorhaben umsetzen kann. Muss ich mich mal halt drum kümmern, wo das denn sein könnte. Genau, hier muss ich noch, hier kann ich noch, warte mal. Und wie wir gerade schon gesehen haben auf dem Map, es ist mittlerweile schon tierisch voll geworden, hier zumindest um den Spawn herum. Deswegen, wahrscheinlich werde ich dann nicht ganz direkt hier vorne in der Gegend was finden. Sieht das besser aus? Ich weiß es nicht. So, schwupps. Ich denke mal, es geht schon. Ja, ich meine, nach oben guckt am Ende eh keiner, von daher passt das schon. Man könnte das da oben auch voll bauen, aber das will ich gar nicht. Sieht man die Teile von außen hier? Nee. Die oberste Schicht, die sieht man gar nicht, ne? Oder? Wie ist das? Ist eigentlich auch egal, ich lasse es so. Dann hole ich mal... Wobei, na, ich habe jetzt ja hier... Warte, ich muss mal eben aufs Dach. Wenn ich da hinkomme, komme ich da hin. So, das müsste gehen. Von hier auch nochmal, es ist nicht ganz rund, es ist auch, ich weiß nicht genau, irgendwas Schönes wollte ich da noch hinmachen, dass man hier so eine Art Wellenbrecher drumherum hat, allerdings, es ist noch nicht so ganz toll geworden. Genau, hier waren wir gerade oben drinne. Das heißt, das Loch ist, wo ist denn das? Ich habe doch keine Ahnung. Da ist das Loch. Warum ist da ein Loch? Wie unsinnig ist denn das? Nicht, dass hier oben drin dann ein Monster spawnt, das wäre auch blöd. Hier könnte man noch eine Fackel oben drauf schmeißen. Ja, ist egal. Nee, sieht nicht aus. Leuchtet dann zwar schön, aber es sieht trotzdem nicht aus. So. Ich war übrigens auch bei einer Aufnahme vom DK mit dabei. Herr DK, könnt ihr auch dann gerne vorbeischauen. Sollte irgendwann die Tage mal hochkommen. Ich weiß nicht genau, wie er das geplant hat. Er nimmt zumindest nicht jeden Tag frisch auf, so wie ich das gemerkt habe, weil er, glaube ich, jetzt gerade unterwegs ist. Aber dürft ihr auch gerne reinschauen. Da haben wir ein bisschen an seiner Kaschemme da weitergearbeitet. Und ich hänge nochmal kurz den Glowstone dahin. Und dann gehen wir nochmal einmal kurz hier durch den Ort. Würde ich mal fast behaupten. Einer, zwei, nee, einer, ne? Einer reicht erstmal. Habe ich ein paar Zäune dabei? Da sind sie. Schön. Ah, nee, das brauche ich da. Das brauche ich auch alles, meine Güte.
Dann ist zumindest hier mal innen drin ein bisschen alles eingerichtet. Also, fast. Ne, ich muss mir unbedingt noch eine Kuhplantage hier zulegen, dass man da ein paar Tiere nochmal kriegt. Meine Schafe sind zwar schön und gut, aber aus Schafen kann man keine Bücher machen. Es sei denn, man will Wollbücher haben. Das geht, glaube ich, nicht. Oh. Ne, da will ich keine. Nee, Moment. Hier muss es zu. Oder man hätte die Kuppel hier quasi noch erweitern können, oder? Das ist natürlich auch. Das ist natürlich auch cool. Sehr übertrieben, aber cool. Dafür bin ich ja da. Also nicht fürs Coolsein, sondern fürs Übertreiben. Das ist natürlich. Wenn es nicht so schwierig wäre, hier noch irgendwie eine Treppe hochzuklatschen, würde ich hier fast noch so eine Miniaturebene reinsetzen. Also ist natürlich nett. Das wird jetzt das sind sehr übertrieben. Ja, ist doch schön. Da oben darf dann auch gerne noch ein bisschen Krempel rein. Das wäre zu tief, wenn das da schon wäre. So, ist doch nett. Oder ist es zu hoch? Geht, ne? Da müsste hier theoretisch auch noch eine Fackel hin, damit es gleichmäßig ist. Das ist doch schön. Das hat direkt mal ein bisschen mehr. Kann man direkt ein bisschen mehr atmen. Mache ich die Teile hier außen auch noch weg. Sieht das nicht ganz so eng aus hier. Ja, und so kompliziert mache ich mir das immer mit dem Inneneinrichtungsbau hier. Das wird nicht unbedingt besser. Ein Doppelbett, also ein zweites Bett kann da noch hin, wobei das dann nicht passen würde. Aber ja, so ein bisschen Krempel kann hier noch hin. Ein paar Regale müssen hier noch hin. Ein paar schöne Bilder vielleicht aufhängen. Und dann sieht das auch nach was aus hier drin. Dann kann man hier auch mal sagen, ja komm, hier wohnen wir. Das kann man gut als kleines Ferienhaus irgendwo nehmen. Und irgendwo anders bauen wir dann nochmal so ein richtiges Gebilde, ne? So. Ist, denke ich mal, okay. Der Leuchtturm ist übrigens schön am Leuchten da hinten. Das finde ich echt ganz cool. Ist jetzt nicht so schwierig zu bauen, aber es ist trotzdem ganz nett. Ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Genau. Hier noch dezent kleines Haus. Es wird bestimmt immer noch mal einen weiteren Rundgang geben, wenn hier sich noch ein bisschen mehr entwickelt hat. Ansonsten, ihr könnt auch immer bei den anderen schauen, da seht ihr dann ja auch, was die so machen oder auch nicht. Und im Inneren hier ist es echt schon ziemlich fortgeschritten, muss ich sagen. Hier kann man eigentlich kaum noch viel mehr bauen. Natürlich da außen die weiteren Bereiche, da kann man schon noch was machen. Aber hier drin im Kern ist schon echt eine Menge passiert. Das innerhalb ziemlich kurzer Zeit. Genau, hier sind ein paar Regeln mittlerweile. Und so, das war's, glaube ich, auch schon für die heutige Folge. Auch schon wieder länger geworden als gewollt. Achso, ich wollte noch eben zeigen, schauen wir irgendwann anders. Da hinten ist irgendwo mein Haus. Mein anderes, was ich in der Steinstadt gebaut habe, in der Burg. Tja, da schauen wir irgendwann anders mal an. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier. Adieu.